Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit eurem lieben Dancer. Ja, wir müssen heute schon wieder uns hier was Neues anschauen, denn der nächste Sneak Peek Nummer 3 ist veröffentlicht worden. Es geht hierbei um das allseits beliebte Juli-Update 2015 hier bei Clash of Clans, das groß erwartet wird und es gibt allerseits Neues, wie bereits angekündigt. Und in den letzten Videos fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen, was es gerade so gibt. Es gibt unter anderem die neue Legend und Titan Leech, wie ihr im letzten Video gesehen habt. Und das Ganze, was ihr doch davor sehen konntet, ist, dass wir noch vielleicht eine neue Zauberspruchfabrik bekommen und darum wird es in diesem Update gehen. Des Weiteren bekommen wir neue Level 5 Drachen. Wunderbarstens haben wir hier jetzt schon drei neue Sachen. Einmal die neuen Leeches, den Level 5 Drachen und jetzt die neue Zauberspruchfabrik mit dunklem Elixier, die dunkle Zauberspruchfabrik. Ja, und ich blende euch das hier mal ganz kurz ein, worum es darum geht. Hier wurde das Ganze gesneakt bzw. gezeigt mit einem Poison Spell. Das Ganze sah so aus, ist heute Morgen rausgekommen bzw. heute Nachmittag. Und ja, das Ganze wird dann jetzt wohl erstmal so laufen, dass man eine Dark Spell Factory hat, die man auch bis zu einem gewissen Level leveln kann. Bis zu welchem ganz genau weiß man bis jetzt noch nicht. Aber man kann es auf jeden Fall komplett maxen auf Level 10, also wenn man Rathaus Level 10 hat. Und wie viel Kapazität die Spells haben, wissen wir noch nicht. Das heißt, wahrscheinlich wird man mit jedem Zauberspruchfabrik-Level mehr als einen Zauberspruch produzieren können. Der erste Zauberspruch, der schon mal rauskommt, ist der Poison Spell, also der Vergiftungszauberspruch. Den könnt ihr hier sehr, sehr schön sehen auf diesem Bild und hier auf dem nächsten Bild. Da seht ihr dann auch schon gleich, wie der funktioniert. Das Ganze sieht aus wie ein Ring, so ähnlich wie ein Heilzauber, nur etwas dunkler, etwas giftigere Farben. Und hier sieht man sehr schön, wie die Clanburg-Truppen da hier Barbaren, Magier, Lakaien an Leben verlieren. Das heißt, wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel Schaden der macht, aber er wird definitiv die Clanburg-Truppen zu Ende kaputt machen. Und ich denke, damit wird auch ein Ende von massenhaften Bogenschützen in Clanburg sein, in Kriegsburgen vor allem. Das bedeutet, ab sofort werden in Kriegsburgen dann wohl nur noch starke Truppen gut sein. Bedeutet, wir müssen da Drachen reinpacken oder einen Päcker oder wer weiß, oder einen Golem. Wer weiß schon, was wir da rein. Ein Lavahund vielleicht, gibt es ja auch schon öfters. Der Lavahund ist ja gar nicht so schlecht. Ja, mal sehen. Also Standard kleine Klamburg-Truppen, auch eine Hexe wird wohl nicht mehr ganz so wertvoll sein, schätze ich mal. Sehen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich halte euch da auf dem Laufenden, werde das Ganze so natürlich sofort ausprobieren, wenn das Ganze rauskommt. Wir werden das Ganze schnell bauen, so schnell wie es nur irgendwie möglich ist und die Rohstoffe zusammen haben. Ja, momentan seht ihr hier bei mir jetzt bei meiner Base, ich habe gerade die Barbaren in Upgrade gesetzt, die dauern noch 13 Tage. Und bin hier jetzt noch dabei, meinen König und meine Königin zu upgraden, denn ich möchte im Clankrieg und generell auf Dauer auch schön starke Helden haben. Die sollen erstmal Richtung Level 25, Level 30 gehen, bevor ich hier meine Def weiter ausbaue. Ja, ich denke, damit habt ihr jetzt erstmal wieder alle neue Infos zu diesem neuen Update. Ich finde das hammergeil, muss ich sagen. Also hier eine neue Zauberspruchfabrik in Gang zu bringen, mehr Zaubersprüche. Das heißt, man hat ja die 5 Zaubersprüche. Plus die Zaubersprüche, die bei der dunklen Zauberspruchfabrik jetzt dazukommen. Das finde ich einfach nur geil. Also das ist endlich mal noch ein neues, das ist eine neue Meta. Das ist wirklich der Hammer. Also ich hoffe, ihr freut euch so, wie ich mich darüber freue, denn Neuheiten sind immer extrem wichtig bei solchen Online-Spielen. Und da hat Supercell sich jetzt mal wirklich was Tolles ausgedacht. Also es ist ein klasse Sneak Peek und ich freue mich schon riesig auf das Update. Da wird es bestimmt noch weitere Sneak Peeks geben. Ich muss mal sehen, ob ich euch da morgen oder wie auch immer auf dem Laufenden halten kann. Natürlich werde ich pünktlich zum Update nochmal ein kleines Video machen. Da fassen wir das Ganze auch nochmal zusammen, was alles darin vorkommt. Was bis jetzt dann ist, habe ich ja schon zusammengefasst. Und ja, zum Abschluss zeige ich euch noch ein kleines Video hier von unserem Plan, wo den aktuell haben, der noch 18 Stunden geht. Hat heute angefangen und ja, wir kämpfen gegen einen Level 4-Clan, der hoffentlich nicht ganz so stark ist. Wir haben hier die Nummer 1 schon besiegt und deswegen zeige ich mal den Angriff von unserem lieben Boss, der mit 50% hier geschafft hat, bei einer ziemlich starken Base 2 Sterne zu holen. Das Ganze kommentiere ich auch noch für euch. Ja, wir sehen hier, wenn man so eine Base hat mit zwei Single Infernos und ihr seht hier unten schon, was der für Truppen hat, dann bietet es sich an, mit Hexen anzugreifen. Denn die ganzen Skelette, die Hexen produzieren, dagegen kommen die Inferno-Türme nicht an. Und deswegen könnte die Inferno-Türme dann fast getrost vernachlässigen. Er hat hier auch nur gar keinen Blitzzauber genommen, denn die Clanburg-Truppen werden durch die massenhaften Skelette auch sehr gut vernichtet. Hat hier einen Frostzauber, um möglicherweise die Inferno- oder Magiertürme vor allem zu frosten. Hat einen Sprungzauber, um da gut reinzukommen. Und
Mut und vor allem Heilzauber, um die Hexen am Leben zu halten. Ja, mit den starken Helden hier, Level 22er King und 36er Queen, läuft das Ganze dann auch ganz gut durch. Der liebe Boss hat hier die Angriffsseite von oben gewählt, hat hier direkt angegriffen mit seinen zwei Golems. Zwei Golems vorneweg, einen in der Klarenburg, dazu die Mauerbrecher mit dazu, um den ersten Ringpfeil zu sprengen, setzt seine Helden direkt da rein, die Magier hinten zum Clean, wie das beim Standard-QVP-Angriff so ist, den Sprungzauber relativ schnell hinein und alle 12 Hexen dann dahinter. Zusammen mit der Queen, die Queen ist dadurch schön hinter den Skeletten, genauso wie die Hexen hinter den Skeletten sind. Und er heilt hier seine Skelette hoch, damit die von den Magiertürmen nicht dahin gelaufen werden. Eine sehr weise Entscheidung. Der König rennt hier außen rum, leider Gottes, ist aber nicht so wild. Er frostet hier die Klarenburg-Truppen ein. Die ganzen kleinen Packers können hier in der Zeit rigoros da reinrennen. Die Magiertürme, die Hauptschadenspotenzialquellen gegenüber den Skeletten, sind schon weg. Der einzelne Inferno-Turm ist auch schon weg. Und die eine Hexe, die hier jetzt noch fleißig am Skelette produzieren ist, kommt nicht hinterher. Wie man hier aber sieht, ist das Ganze auch relativ knapp, denn der X-Bogen rafft ganz gut was dahin. Das Rathaus wird angegriffen und die Queen hat das Rathaus so schon zerstört. Der Spell ist drauf. Jetzt hat er hier nur ein Problem, denn er hat leider keine Außen-Cleanup-Truppen mehr. Er muss jetzt also hoffen, dass die Queen hier zusammen mit den Hexen und Skeletten noch die 50% reißen. Was gar nicht mal so einfach ist gegen den ganzen Mörserbeschuss, der hier von drei Mörsern stattfindet. Die raffen natürlich die Skelette und die Hexen sehr schnell dahin. Und man sieht hier schon, wenn der Inferno-Turm so wie jetzt auf der Königin ist, muss er da den Superbonus aktivieren und der hält so lange an, dass er hier die 50% ganz knapp kriegt. Beendet das Battle, er hat die 50% sicher, mehr ist auf jeden Fall nicht drin, lässt ihn der Queen noch ein bisschen am Leben, hat damit richtig geil 2 Sterne geholt, hat er gut gemacht, er wäre bestimmt noch 1-2% mehr drin gewesen, also keine Sorge, die Queen hält da noch ein bisschen was aus, aber warum das machen, wenn man die 50% und damit die 2 Sterne sicher hat. Glückwunsch zu diesem sehr schönen Angriff. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und euch der neue Sneak Peek gefällt, vor allem liked dann dieses Video, damit es auch möglichst viele andere Leute sehen. Und wenn ihr weitere Videos und auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, abonniert mich auch gerne. Das Ganze seht ihr dann gleich auch noch auf der Endcard. Da könnt ihr mich auch abonnieren. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und euch noch einen wunderschönen Tag und Clash on!